Auf kurz- bis mittelfristiger Sicht ist es keinesfalls sicher, dass die guten Aktien steigen und die schlechten fallen. Es kann auch genau umgekehrt sein. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche dafür zu arbeiten. Inflation ist zunächst ein laues Bad, dann wird das Wasser immer heißer und am Schluss explodiert die Wanne. Nicht reich muss man sein, sondern unabhängig. Wer es kann, handelt an der Börse. Wer es nicht kann, berät andere. Über das Wochenende hat man Ruhe und Zeit, um sich Gedanken über die Börse zu machen. Und dann kann man nach reifer Überlegung die Strategie entwickeln und Pläne schmieden. Wer an der Börse das Kleine sehr ehrt, ist des Großen nicht wert. Haben wir an der Börse vor einem schlechten Ereignis zu große Angst, sind wir nach seinem Eintreffen schon einige Stunden später erleichtert. Das ist das berühmte Phänomen der vollendeten Tatsachen. Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen. Nur Geduld. Die nächste kommt mit Sicherheit. Börsengewinne sind Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. An der Börse sind 2 mal 2 nicht 4, sondern 5 minus 1 und man muss die Nerven haben, dieses minus 1 auszuhalten. Die Börse ist eine bunte Welt, eine Art Dschungel, wo der Starke den Schwachen auffrisst. Wie es Molkte für den Krieg sagte, so braucht man für die Börse die 4 Gs: Geld, Gedanken, Geduld und Glück. Wer nicht fähig ist, selbst eine Meinung zu bilden und eine Entscheidung zu treffen, darf nicht zur Börse. Der Teufel hat die Börse erfunden, um die Menschen dafür zu bestrafen, dass sie glauben, wie Gott aus dem Nichts etwas schöpfen zu können. Ein alter Börsianer kann alles verlieren, nur nicht seine Erfahrung. Spekulieren kann jeder, es zur richtigen Zeit zu tun, das ist die Kunst. Wer gut essen will, kauft Aktien, wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Wenn alle Spieler auf eine angeblich todsichere Sache spekulieren, geht es fast immer schief. Verwenden Sie auf den Aktienkauf ebenso viel Zeit wie auf den Kauf eines Gebrauchtwagens. Der Börsenkurs verhält sich zur Wirtschaft wie der Hund zum Spaziergänger. Er läuft voraus und kommt immer wieder zurück. Oft muss man an der Börse die Augen schließen, damit man besser sehen kann. Die Börse ist wie eine schöne Frau, emotional, unvorhersehbar und manchmal unberechenbar. Gier ist eine Krankheit, die nur schwer zu heilen ist. Der wichtigste Faktor an der Börse ist nicht das Geld, sondern die Zeit. Zeit ist Geld. Die Falle an der Börse besteht darin zu glauben, dass man reich werden kann, ohne Risiken einzugehen.
Die Börse ist launisch und unberechenbar. Man muss auch die Reaktion des Publikums erraten. Thank you.